Grüezi miteinander, das ist der Cash-Börsentag vom Freitag, am 14. September. Das aktuelle Börsengeschehen tun wir mit heute Anastasios Frangoulidis, Chefstratege von Big Data Asset Management, analysieren. Ja, Herr Frangoulidis, wenn ich Ihnen das Datum Montag, 15. September 2008, mal so hinwerfe, wissen Sie noch, was Sie diesen Tag gemacht haben? Soweit ich mich erinnere, das war Knappensaison hier in Zürich. Also eigentlich hatte ich den Vormittag auch freigenommen. Ich wurde allerdings informiert natürlich über die Ereignisse. Und das war ein ganz, ganz hektischer Tag. Auch die Tage danach waren sehr, sehr hektisch. Ja. Ich habe natürlich das erwähnt, weil es der Tag war, als Lehman Brothers pleite ging. Es wird so quasi als Höhepunkt der Finanzkrise damals angeschaut und ist jetzt ziemlich genau 10 Jahre her. Und jetzt heute ist wieder so ein bisschen die Angst vor einer größeren Krise im Raum. Wir haben den Handelskrieg USA-China. Kann daraus vielleicht sogar jetzt 10 Jahre später die nächste große Krise kommen aus diesem Handelskrieg? Ich glaube, eine Krise, wie wir im 2008 erlebt haben, wiederholt sich nicht alle 10 Jahre, sie wiederholt sich vielleicht alle 50 Jahre. Damals gab es extreme Übertreibungen am Finanzsystem, extreme Übertreibungen bei den Hauspreisen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Haushalte waren massiv verschuldet. Und als diese Blase in Amerika beim Housing Market platzte, genau dann kam es zu einer Reihe von Entwicklungen, die enorm waren, und das hat natürlich den Finanzmarkt enorm angesetzt. Auch der globale Handel brach im Winter 2018, 2019 ein. Das waren enorme Bewegungen, die wir heute nicht wieder sehen werden in der Form, gerade weil diese Ungleichgewichte und diese Übertreibungen, die es damals gab, heute in der Form nicht mehr bestehen. Allerdings alle 10 Jahre gibt es immer wieder eine kleinere Krise oder eine Rezession, und sie kann dann auch wieder zu Korrekturen an den Finanzmärkten führen. Das heißt, wie müssen wir jetzt diesen Handelskrieg, wenn es überhaupt einer ist, zwischen USA und China einstufen? Das ist ja doch ein bisschen Verunsicherung vorhanden. Denken Sie, dass das wirklich jetzt zu einer Rezession kommen kann wegen dem Handelskrieg, oder ist da die Wahrscheinlichkeit, dass es ganz ausartet, eher klein? Aus heutiger Sicht, so wie wir die Informationen haben, besteht nicht die unmittelbare Gefahr einer Rezession, die aus diesen Diskussionen um den zukünftigen globalen Handel entstehen könnte. Die Maßnahmen, die bis jetzt implementiert wurden seitens der amerikanischen Regierung, betreffen mehr oder weniger etwa 0,5-0,6% vom BIP von der USA, weniger als 3% von den Importen der USA. Auch dann, wenn das, was jetzt gesagt wird vom Präsident Trump, das kommen könnte, dann höchstens können wir uns vorstellen, dass die Maßnahmen irgendwo einen Betrag von 2-2,5% vom BIP der USA betreffen könnten. Also es müsste eine zusätzliche Verschlechterung der Lage bei den Verhandlungen zwischen der USA und China oder Europa und Japan kommen, damit der Impact, also damit die Folge dieser Verschlechterung für den globalen Handel so groß sind, dass wir über eine neue rezessive Lage diskutieren können. Aus heutiger Sicht sind wir nicht so weit. Natürlich, die ganze Diskussion hat bereits einen negativen Einfluss auf die Stimmungsindikatoren gehabt. Das haben wir in der ersten Hälfte dieses Jahres gesehen. Einige Stimmungsindikatoren haben korrigiert, auch aufgrund der Diskussion um die globale Handelspolitik. Aber wir sind bei weitem nicht dort, dass wir halt jetzt eine rezessive Entwicklung wegen dieser Handelspolitik voraussehen können. Ich möchte noch kurz ein Zitat von Ihnen zeigen, das stammt vom, wir sehen es hier, vom April 2018. Damals haben Sie gegenüber Cash gesagt, am Ende gewinnt immer die Geldpolitik, deshalb erleben wir momentan erst den Anfang des Börsenerdbebens, so wie in den Jahren 1998 oder 2007. Das muss man vielleicht noch sagen, das war die Zeit, dass es ab Februar so ein bisschen turbulent wurde an den Börsen. Stand heute,
Was würden Sie sagen? Also stimmt das noch? Kommt jetzt noch das größere Beben? Was darf man erwarten? Ja, ein Beben wird schon kommen. Und es wird kommen, wenn die Lage in den Vereinigten Staaten von Amerika rezessiver wird. Also kurz vor der Rezession, 6 bis 9 Monate vor der nächsten Rezession, wird der Markt das wahrnehmen, dass es rezessiv wird, dass die Gewinne dann stark korrigieren werden. Und dann werden wir natürlich größere Verwerfungen haben. Vielleicht nicht 50% oder 55% Korrektur beim S&P 500, wie wir damals im 2008 gesehen haben, aber es wird sicher eine starke Korrektur geben. Auslöser einer rezessiven Lage in den Vereinigten Staaten von Amerika könnte aus meiner Sicht die Geldpolitik sein. Also wenn Sie auch die letzten 10 rezessiven Phasen in den Vereinigten Staaten von Amerika, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es 10 rezessive Phasen und 10 Konjunkturzyklen in den USA, dann werden Sie sehen, wenn Sie diese rezessive Phasen sehen, dann in 8 von 10 Fällen kam es zur Rezession aufgrund sehr hoher Realzinsen. Wenn es eines Tages soweit ist in den Vereinigten Staaten von Amerika, werden wir auch die nächste rezessive Lage sehen und dann auch die entsprechende Korrektur an den Finanzmärkten. Also wir sehen erst jetzt die ersten Schritte vom Fed Richtung restriktivere Geldpolitik. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir jetzt aus heutiger Sicht für die nächsten Monate oder für das nächste Jahr bereits eine Rezession voraussehen können. Ja, aber wie schnell, also wir haben jetzt, der Markt denkt, erwartet ja Ende September den nächsten Zinsschritt der Fed, dann wahrscheinlich im Dezember noch einen. Da, also Anleger sind natürlich schon, wann ist der Punkt erreicht, wo die Zinsen vielleicht so hoch sind, dass eben eine Rezession kommt? Gibt es da so einen Punkt? Ich denke aus heutiger Sicht, wir sollten davon ausgehen, dass wenn die Fed etwa 150 Basispunkte die Realzinsen weiter erhöht, dass es dann kritisch wird. 150 Basispunkte sind einige Leitzinserhöhungen, plus natürlich die Tatsache, dass die Bilanz des FEDs immer kleiner wird, also auch dort die Liquidität wird entzogen. Das entspricht eigentlich einer gewissen Leitzinserhöhung, wenn es weniger Liquidität auf dem Markt steht. Wenn Sie das Jahr sehen, bis jetzt hat die FED 2-mal erhöht. Und gleichzeitig hat bis jetzt die FED die Bilanz um 200 Milliarden gekürzt. Für uns entsprechen diese 200 Milliarden einer weiteren Leitzinserhöhung. In diesem Sinne, wir haben 3 Leitzinserhöhungen gesehen. Bis Ende des Jahres erwarten die Märkte 2 weitere Leitzinserhöhungen. Ich glaube, das entspricht der Realität und die FED kommuniziert da auch entsprechend. Und die FED wird die Bilanz um weitere 250 Milliarden Dollar reduzieren. Also das heißt nochmal 3 Leitzinserhöhungen, 2+1. Insgesamt kommen wir auf 6. Wahrscheinlich im nächsten Jahr haben wir noch 2 weitere Leitzinserhöhungen und dann nochmal eine Reduktion, die vielleicht nochmals entsprechend wirkt. Ich denke, kritisch wird es ab 2020 für die amerikanische Konjunktur und die Finanzmärkte nehmen das ein paar Monate im Voraus. Das heißt, schon bereits ab 2019, vielleicht eher in der zweiten Hälfte von 2019, wird die Lage an den Finanzmärkten, an den internationalen Finanzmärkten kritischer. Ja, ich werde dazu möchte ich noch schnell also gleich auf den SMI zu sprechen kommen. Ich habe da wieder meine Grafik vorbereitet, wo man quasi den ganzen Bullenmarkt sieht. Das ist die Entwicklung des SMI in den letzten 10 Jahren mit dem Tiefpunkt im März 2009. Der da weiter ansteigt. Momentan sind wir knapp bei 9000 Punkten. Was heißt das jetzt, was Sie vorher so erwähnt haben, die ganze Entwicklung der Geldpolitik und die höheren Zinsen? Was bedeutet das für ein SMI? Was liegt noch drin? Und ab wann soll man als Anleger vielleicht die Hände von Aktien lassen? Also ich denke, was die nächsten Monate angeht, ist das Umfeld immer noch relativ positiv. Der SMI ist da ein Index, der sehr viele defensive Werte hat. Wenn Sie realisieren, dass die Geldpolitik etwas restriktiver wird, also eben die Liquidität, die globale Liquidität etwas reduziert wird, dann ist eher die Zeit, wo die defensive Werte bevorzugt werden. Auch wenn wir zurückblicken, die zyklische Werte haben sehr, sehr gut performt im letzten Jahr und zu Beginn dieses Jahres. Es ist jetzt Zeit, dass die Defensive etwas besser laufen. Also davon würde der SMI profitieren. Vermutlich werden wir die höchst von Jahresbeginn noch irgendwann auch wieder testen. Schwieriger für den SMI wie auch für die anderen globalen Aktienmärkte wird es dann im Verlauf
von 2019, wahrscheinlich erst ab zweite Hälfte von 2019. Also testen heißt, dass es auch noch höher werden kann, als das, vielleicht in diesem Jahr noch oder eher? Es könnte sein, dass wir den alten Höchststand auch überwinden, dass wir etwas höher kommen. Aus heutiger Sicht wären noch ein paar Prozente drin. Das Potenzial ist durchaus vorhanden, ja. Und für Anleger ist natürlich wichtig, wo sie sich positionieren sollen. Sie haben ein bisschen defensive Werte erwähnt. Also sind so das die Sektoren, wo man jetzt einsteigen sollte? Ich denke, die Sektoren, die jetzt aus heutiger Sicht interessant sind, sind die defensiven Sektoren. Darunter ist da die Pharmaindustrie oder die nichtzyklische Konsumgüter zu verstehen. Der SMI hat große Titel in dem Bereich mit Novartis, Roche, Nestlé. Auch die spezyklische Titel, wie die Energietitel, wo man eher global investieren muss, sind in der Phase, in dieser Phase des Zyklus noch interessant. Ich habe erwähnt, Energie ist in der Schweiz eher klein, also schon mehr Blick nach Europa, USA richten in diesem Bereich. Ja, in dem Bereich natürlich in der USA entwickelt sich der Markt gut. Auch natürlich in der USA ist auch der Bereich der Informationstechnologie entwickelt sich weiterhin gut. Der US-amerikanische Markt hat uns alle positiv überrascht, auch in dem Jahr, trotz der Liquiditätsverknappung des FEDs, welche eigentlich zu tieferen Bewertungen geführt hat, nicht nur in den USA, sondern global, aber auch in den USA, sind die Gewinne in den USA massiv angestiegen. Heute haben wir die Gewinne der amerikanischen Unternehmen, heute sind 25% höher als noch vor einem Jahr. Und das hat sicher dazu beigetragen, dass der US-Aktienmarkt da sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Die US-Konjunktur bleibt vorerst robust, bis die restriktivere Geldpolitik dann wirkt. Dann wird es noch eine Weile gehen und von dem her bleibt der US-Aktienmarkt noch interessant. Ich möchte zum Schluss noch ganz kurz auf den Schweizer Franken zu sprechen kommen, der sich ja wieder stärker gezeigt hat. Jetzt Euro Franken ist ungefähr 1,13, darunter sogar. Wenn ich so höre, was Sie, dass eher ab 2019, 2020 das eher ein bisschen düster wird, das Umfeld, das spricht eigentlich weiterhin für einen starken Franken. Mittelfristig wird der Franken stark sein und er wird sich mittelfristig aufwerten. Jetzt, was die nächste Zeit angeht, ich denke, die Aufwertung ist relativ weit gegangen. Also viele negative Informationen für die Finanzmärkte, wie die Lage an den Schwellenländern oder in Italien, sind bereits eingepreist, auch beim Franken. Aus dem Grund hat sich der Franken stark aufgewertet. Wahrscheinlich aus dem heutigen Niveau ausgehend wird der Franken, was die nächsten Monate angeht, nicht viel stärker werden, sondern wird er sich sogar etwas abwerten. Mittel- und langfristig ist natürlich der Franken die Währung eines starken Landes mit hohen Leistungsbilanzüberschüssen, wie die Schweiz es ist. Und aus dem Grund wird sich der Franken mittel- und langfristig sich weiter aufwerten gegenüber allen anderen Währungen. Herr Frangoulidis, vielen Dank für die spannenden Ausführungen. Gerne. Das war es vom Cash Börsentag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein schönes Wochenende. Ade miteinander.